Kinder, liebe Eltern, ja, hallo an alle, die diesen Krabbelgottesdienst mit uns gemeinsam feiern. Es ist Ostern. Ostern, das ist ein Freudenfest. Und Ostern hat ganz viel mit Jesus zu tun. Davon wollen wir heute hören. Zuerst wollen wir einander begrüßen, denn es ist toll, dass du und du und du da bist. Und wir freuen uns auch, dass Jesus da ist. Drum klatschen und winken und stampfen und hüpfen wir für Gott. Wenn du dir als Zeichen, dass Jesus jetzt auch bei dir ist, eine Kerze holen willst und sie entzünden willst, dann ist jetzt die richtige Zeit dafür. Und so steh gleich auf und mach gleich mit. Wenn du das erste Mal da bist, hast du es sicher schnell gelernt. Und sonst bist du ja schon ein Vollprofi mit dem Lied Hallo Du. Schön, dass du da bist. Gerda, schau mal her, was ich heute gefunden habe. Bei mir war der Osterhase da. Dieses Osternest habe ich in der Früh in meinem Garten entdeckt. Der Osterhase hat es gut versteckt, aber ich habe es trotzdem gefunden. Ja, da warst du halt schon gescheit tüchtig, Simone. Wahnsinn, was da alles drinnen ist. Da läuft ein leeres Wasser im Mund zusammen. Sogar Eier hast du drinnen. Ja, Gerda, ich habe eine Idee. Schau her. Ich gebe dir das rote Ei. Ah, das ist meine Lieblingsfarbe. Und ich nehme das blaue Ei. Dann können wir gemeinsam Eier picken. Oh ja, das ist lustig. Das macht man, Simone. Liebe Kinder zu Hause, wenn auch ihr Eier picken wollt, dann holt euch Ostereier. Eure Mama, euren Papa, eure Großeltern oder eure Schwester oder euren Bruder. Und schon geht's los. Mal schauen, wer gewinnt. Ah, oh, ich hab den Spitz. Spitz auf Spitz. Haha! Oh, Simone, du hast gewonnen da, aber jetzt die andere Seite. Jetzt bin ich dran. Ja? Und? Oh! Boah, mein Ei ist ich ganz hab gewonnen, kaputt. Ich hab gewonnen. Ja, Simone, herzlichen Glückwunsch. Was ist denn noch so alles drin in deinem Nest? Jetzt habe ich so richtig Lust auf Schokolade bekommen. Schau mal, da ist doch ein Überraschungsei drinnen. Lecker. Oh, das muss ich gleich aufmachen. Da sind immer so tolle Überraschungen drin. Soll ich dir helfen? Ja, bitte, Gerda. Oh, ein Überraschungsei. Kennt ihr das auch, Kinder? Boah, ich mach's da mal auf. Ich bin schon so gespannt, was drinnen ist. Moja, ich krieg so gleich lecker. Was zum Essen. Magst du eine Hälfte? Gerne, gerne. Ich teile dir. Ja, was ist denn hier los? Da ist ja gar nichts drinnen, Simone. Na sowas. Na, das ist eine Überraschung. Ja, aber wirklich. Aber die Schokolade ist ja noch da. Die können wir essen. Aber ich muss dir sagen, das hat etwas mit unserer heutigen Geschichte zu tun. Da waren Frauen auch ganz überrascht, als sie... Aber davon erzähle ich euch später. Aber es hat was mit Ostern zu tun. Vorher wollen wir jetzt noch gemeinsam beten. Ciao. Guter Gott, die Kleinen sind dir nicht zu klein, die Großen nicht zu groß.
Du willst bei uns allen sein und lässt uns niemals los. Auch wenn ich dich nicht sehe, weiß ich, du bist hier. Wo ich stehe, wo ich gehe, bist du Gott bei mir. Amen. Unsere heutige Geschichte beginnt am frühen Morgen, wie die Sonne aufgeht. Da gibt es einen Kanon, der heißt: Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Steht auf, wir singen es gemeinsam. Liebe Kinder, heute ist Ostern. Ostern ist ein freudiges Fest. Aber die Zeit vor Ostern ist eine sehr aufregende Zeit und auch eine sehr traurige Zeit. Aber wie sich diese Trauer wieder verwandelt in Freude, davon wollen wir euch heute erzählen. Von Jesus haben wir ja schon viele Geschichten gehört. Jesus hat Kranke geheilt und Jesus hat vor allem ganz viel von unserem himmlischen Papa erzählt. Von Gott Vater. Und das hat vielen Menschen, vor allem den mächtigen Menschen, nicht gefallen. Und deshalb haben sie auf einen günstigen Moment gewartet, haben Jesus gefangen genommen und haben ihn am Kreuz getötet. Ein Freund kam und nahm Jesus vom Kreuz ab und legte ihn in ein Grab. Das Grab damals sah anders aus als heute. Früher hat man die Toten in Höhlen gelegt. Sogenannte Grabhöhlen, die wurden mit einem großen Stein, einem schweren Stein, verschlossen. Jesus ist schon 2 Nächte in diesem Grab. Und die Mächtigen haben gesagt: Wir lassen dieses Grab bewachen. Hört selbst, was die Soldaten davon halten. Ganz schön langweilig, so ein Grab zu bewachen. Wer ist bitte schon so wichtig, dass man sogar sein Grab bewachen muss? Der da drinnen, der ist ja tot. Und tot ist tot, der wacht ja nicht auf einmal wieder auf. Naja, hier liegt Jesus von Nazareth begraben. Hast du das nicht gewusst? Wir bewachen das Grab, weil er behauptet hatte, dass er von den Toten auferstehen würde. Und unsere Obersten haben natürlich Angst, dass das passiert. Womöglich holen sich auch seine Freunde aus dem Grab und behaupten, dass er dann lebt. Das wäre natürlich gelogen, aber das müssen wir verhindern. Jesus von Nazareth, sagst du also? Aber der war doch kein besonderer Mensch. Ein normaler Wanderprediger, wie es Tausende gibt. Das ist ja wirklich nichts Außergewöhnliches. Ich glaube schon, dass er kein normaler Mensch war, dieser Jesus von Nazareth. Ich war bei seiner Kreuzigung dabei. Ich sah, wie der Himmel dunkel wurde und die Erde bebte. Nein, ich sage dir, das war kein normaler Mensch. Vielleicht war er wirklich der Sohn Gottes, was er von sich behauptet hatte. Und das glaubst du wirklich? Für diese Naturschauspiele gibt es sicher irgendwelche anderen Gründe. Moment! Was ist das? Schon wieder ein Erdbeben? Engel kam vom Himmel herab und wälzte den Stein weg. Die Soldaten fielen in einen tiefen Schlaf. Währenddessen machten sich 2 Frauen, beide namens Maria, auf den Weg, denn sie wollten Jesus die letzte Ehre geben. Komm Maria, wir müssen weiter. Wir wollen doch Jesus noch die letzte Ehre erweisen. Schau, ich habe ein wohlriechendes Öl mitgenommen.
Das hast du gut gemacht. Damit können wir Jesus zeigen, wie lieb wir ihn haben. Ja, genau. Das machen wir jetzt. Komm. Lass uns weitergehen. Die Sonne geht schon auf. Ja. Aber Maria, wer wird uns den schweren Stein vom Grab wegwälzen? Wir beide. Wir werden das wohl kaum schaffen. Der ist viel zu schwer. Maria, schau! Das gibt's doch nicht! Das Grab ist offen! Wer hat diesen Stein weggetan? Und schau! Dort, diese helle Gestalt! Wer ist das? Der, den ihr sucht, ist nicht hier. Seht selbst! Das gibt's doch nicht! Komm, lass uns ins Grab! Aber... Ist er hin? Wie kann das sein? Wieso ist er nicht da? Wer hat ihn weggenommen? Wer hat ihn uns gestohlen, dass wir nicht einmal den letzten Liebesdienst tun können? Das ist schrecklich. Man kann doch nicht einfach unseren Jesus wegnehmen. Tom, wir werden zu den Küchern gehen und es ihnen sagen. Er ist nicht weg. Er ist auferstanden. So wie er es vorhergesagt hat. Nun geht zu den Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus auferstanden ist. Auf dem Weg dorthin wird er euch begegnen. Jesus lebt! Er lebt! Das gibt's doch nicht! Maria, wir müssen zurück! Er lebt! Jesus lebt! Lass uns gehen! Ja! Wir müssen los. Seid gegrüßt! Jesus, du lebst! Jesus, es stimmt, was der Engel gesagt hat! Fürchtet euch nicht, steht auf und sagt den Jüngern, dass sie nach Galiläa kommen sollen. Dort werde ich auch ihnen begegnen. Jesus lebt! Komm, er lebt! Wir sagen es den Jüngern. Jesus lebt, er lebt! Jesus lebt! Und so liefen die Frauen los und erzählten es den Jüngern. Jesus ist auferstanden, er lebt, er hat den Tod besiegt. Diese Botschaft verbreitete sich über das ganze Land, ja, über die ganze Welt. Und auch wir heute wissen, der Tod hat die Macht verloren. Jesus lebt, er lebt, Jesus lebt. Es gibt ein Lied, das heißt, Jesus lebt, er lebt, Jesus lebt. Halleluja. Das wollen wir gemeinsam singen und tanzen und ihr dürft aufstehen dazu und so richtig mitmachen und voller Freude singen. Ja, und wir singen dazu heute ein neues Lied. Vom Text her ist es ganz einfach. Jesus lebt, er lebt, Jesus lebt. Halleluja, Halleluja. Lasst uns feiern, singen und tanzen. Jesus lebt, er lebt, Halleluja. Jesus lebt, er lebt, Halleluja. Jesus lebt, Halleluja. Das ist der Text. Lasst uns es gleich gemeinsam singen. Steht auf und macht einfach gleich mal mit. Gebastelt. Und ein paar von euch haben uns ganz tolle Fotos davon geschickt. Die möchte ich euch jetzt zeigen. Musik.
findet wahrscheinlich wieder online im Mai statt. Ob die Familienfreizeit stattfinden kann, das wissen wir leider noch nicht. Schaut wieder auf unsere Homepage, wir werden euch darüber informieren. Und jetzt lasst uns noch gemeinsam das Vaterunser singen. Erinnern, wo Gott Traurigkeit in Freude verwandelt hat und wo dann ganz stark war dieses Jesus lebt, er lebt, Jesus lebt. Dass wir uns daran immer wieder erinnern, das wünsche ich uns gemeinsam. Jetzt will ich euch noch segnen für die vor uns liegende Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir wünschen euch alle ein frohes und gesegnetes Osterfest. Und vergesst nicht, Gott ist oben, Gott ist unten, Gott ist rings und rundherum. Gott umgibt mich von allen Seiten und Gott ist sogar in mir drin.